Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von This War of Mine. Und wir steigen direkt ein. Wir haben zur Erinnerung Tag 7 gerade erreicht. Alex ist von seiner nächtlichen Tour zurückgekehrt, deswegen schicken wir ihn erst einmal schlafen. Philipp ist leicht erkrankt. Das heißt, Philipp lassen wir jetzt erstmal hier ein paar Tabletten reinziehen. Jakob ist leicht verwundet. Das heißt, Jakob lassen wir jetzt die Bandagen hier anlegen. Und Jan ist einfach nur traurig. Gut. Aber nichtsdestotrotz sollten wir doch jetzt langsam etwas zu essen machen können. Aber uns fehlt Wasser. Das ist nicht so toll. Wir haben Tag 7, das heißt, es wird auch heute garantiert kein Händler kommen. Ich habe also ein kleines Problem. Die Leute könnten aber immerhin rohes Fleisch essen. Noch ist aber keiner am Verhungern. Das weiß ich jetzt gerade auch nicht. Ich schicke jetzt erstmal Jakob schlafen, damit er sich erholen kann von seinen Wunden. Ach, Philipp ist aber auch müde. Nee, dann lassen wir Jakob mal hier auf dem Stuhl hocken und schicken Philipp lieber schlafen. Stimmt, Philipp hat ja auch heute Nacht offiziell Wache gehalten. Und dann gucken wir mal, ob wir erstmal hier was ausbauen können. Also erstmal gucke ich nach, was der Ofen sagt, wie viel mir da jetzt noch fehlt. Ich kann den Ofen ausbauen, den Heater. Okay, das behalten wir im Hinterkopf. Dann gehe ich jetzt erstmal nach unten und hole mir meinen Moonshine-Boost ab. Das war mein Fehler. Ich hätte niemals das Moonshine-Zeug herstellen sollen, wenn ich hier noch nicht. Also mit dem Hintergedanken daran, dass ich ja noch kochen muss. Ja, Jan wünscht sich, er hätte die Stadt verlassen. Ich hätte es mittlerweile auch. Wie viel kostet der Ausbau des Workshops? Ah, da fehlen noch ein paar Components. Ich weiß ja nicht, was ich jetzt mache. Lockpicks habe ich noch. Ich glaube, ich baue jetzt erstmal den Heater hier aus. Dann haben wir das nämlich schon mal einfach erledigt. Was bringt das jetzt genau? Also in meiner letzten Runde habe ich den nicht ausgebaut. Aber soweit ich weiß, sagt zumindest die Beschreibung, dass er dabei hilft, die Temperatur zu regulieren. Das heißt also, wenn der ausgebaut ist, dann dürfte es, wenn der Winter kommt, für mich nicht ganz so schwierig sein, die Temperatur halbwegs hochzuhalten. Und ich verbrauche dabei dafür auch nicht so viel Brennstoff. Jetzt habe ich da drauf geklickt. Ich dachte, man kann noch auswählen. Jetzt habe ich den Ofen angemacht. Großartig. Schlau. Ja. Vielleicht sollte ich einen Rainwater Collector mir als nächstes anschaffen. Der hat den Vorteil, dass er eben Wasser sammelt. Dafür brauche ich dann wiederum diese Filter. Die kosten einiges an Components, aber ja, ich guck mal. Ich glaube, ich baue den aus. Also, meine nächsten Ziele: Rainwater Collector bauen und den Workshop bauen. In beiden Fällen brauche ich viele Component-Parts. Das sollte ich also im Hinterkopf behalten. Alex ist erholt und nur noch leicht verstört. Das heißt, ich kann jetzt Jakob erstmal ins Bett schicken. Jan setze ich mal hier hin. Und ja, im Prinzip kann ich jetzt natürlich theoretisch meine Leute auch einfach essen lassen. Mache ich das? Mache ich das nicht? Das rohe Fleisch? Ich dachte eigentlich, dass sie jetzt schon am Verhungern sind. Also dann ändert sich dieser Status hier auf Starving. Und dann können die wirklich verrecken. Die sind alle very hungry. Ich glaube, ich lasse jetzt das rohe Fleisch einfach essen. Dann habe ich nochmal ein bisschen Sicherheit und muss jetzt in der nächsten Nacht zusehen, dass ich was bekomme. Und ansonsten spekuliere ich einfach mal darauf, dass dann auch der Händler sich hoffentlich spätestens am 9. Tag wieder blicken lässt. Bis dahin müssten meine Leute es überleben. Ja, da steht dann still very hungry, aber besser als gar nichts, ne? Schicken wir es jetzt nochmal eben zum Essen hier. Ist irgendwie auch widerlich, ziehen sich das ganze Zeug da rein. Ich meine, warum brauchen die unbedingt Wasser, um hier richtig kochen zu können? Ich meine, die Hitze hast du trotzdem, das wird auch so gehen. Das ist total blöd. Ja, natürlich könnte ich auch Alkohol trinken, aber den, da werde ich einen Teufel tun, den selber konsumieren, sondern das ist wichtiges Handelsgut. Und ich glaube, dass später, wenn ich den Military Outpost erreichen kann, da wird er mir einiges nützen, denn die Soldaten dort sind relativ positiv gegenüber Alkohol und Zigaretten eingestellt. Und Alkohol kann ich dann eben ganz gut gebrauchen.
Ja, ich glaube, jetzt passiert nichts mehr, ne? Tag ist fast vorbei. Ich beende den jetzt einfach mal und ja, ach guck mal, der Military Outpost ist da, aber da ist jetzt gerade, da wird gerade gekämpft. Also ihr seht jetzt schon, einige Orte kann ich jetzt gar nicht mehr erreichen, weil da gerade gefightet wird. Ja, auch da, wo ich jetzt letzte Nacht war, aber da will ich jetzt sowieso nicht wieder hingehen, weil ich ja noch keine Säge habe. Quiet House, lots of food. Okay, das kenne ich aus dem letzten Spiel. Jetzt kommt was, jetzt kommt ein bisschen was Schwieriges, was unsere Moral betrifft. Denn in diesem Haus wohnt ein Ehepaar. Und in meiner letzten Runde, das war ein Versehen, habe ich den Mann aus Versehen abgestochen. Und danach ist einer meiner Charaktere, der ist so depressiv geworden, den hast du da kaum noch rausbekommen. Deswegen tue ich mich eigentlich schwer damit, da jetzt hinzugehen. Aber ich weiß, dass die keinerlei Sicherheitsvorkehrungen haben, meine ich zumindest. War zumindest in der letzten Runde so. Und da komme ich leicht an Essen. Und auch wenn es ein nettes Ehepaar ist, ich brauche das Essen einfach. Ich meine, das Spiel lässt einen natürlich immer in diese Situation reingeraten, dass man im Prinzip sich aussuchen kann, auf welchen Mangel man am ehesten in Kauf nimmt. Und jetzt gerade bin ich in der Situation, dass ich den Mangel an Nahrung einfach nicht mehr in Kauf nehmen kann. Sonst sterben einfach meine Leute und deswegen werde ich mir dieses ruhige Haus jetzt einfach mal angucken. Ich lasse Jakob im Bett und ich lasse Philipp im Bett, weil die sind krank. Ich schicke Jan ist jetzt schon sowieso traurig. Das heißt, ich schicke Jan jetzt los. Das heißt, wenn was passiert mit dem alten Mann, dann war es halt Jan. Dann ist er halt richtig traurig und ich hoffe einfach mal aufs Beste. Lockpicks nehme ich sicherheitshalber mit. Nehme ich ein Messer mit? Nee, also wenn was, selbst wenn der Mann mich sieht, also letztes Mal war es so, dass man sich gar nicht reinschleichen konnte, weil der einen sofort sieht. Aber selbst wenn er mich sieht, dann verkloppe ich ihn einfach. Oh Gott, oh Gott. Ich hoffe echt, dass das Hausdesign anders ist. Oh Scheiße, ich glaube, es ist genau das gleiche. Jetzt sitzen die im Wohnzimmer. Ja, Jan sagt sich gerade, wenn das Ganze vorbei ist, dann kaufe ich mir dann auch so ein Haus, aber Jan, ich hoffe ganz ehrlich, dass du überlebst und dass du dich nicht einfach umbringst, nachdem du jetzt hier dieses alte Ehepaar ausgeraubt hast. Witzig, dass hier draußen Tabletten rumliegen, ne? Im Vorgarten. So, jetzt schauen wir erstmal durch die Tür. Jetzt sehen wir, die alte Frau sitzt hier im Sofa, also im Sessel, und der alte Mann sitzt da auch. Ach, die beiden unterhalten sich darüber, wie sie sich getroffen haben. Ist das alles blöd? Da ist der Kühlschrank, da muss ich ran. Scheiße. You were so handsome in your uniform, so many years. Fuck. Ich meine, kann ich mich hier unten wenigstens, vielleicht kann ich mich ja verstecken und dann läuft er wieder weg oder so. Aber letztes Mal ist der mir sofort entgegengekommen und wollte mich rausschmeißen und fuck. Ich glaube, ich mache jetzt die Tür auf und er fragt, wie ich hier reingekommen bin, aber ja gut, was, wie denn wohl, du Depp? Oh Gott, er folgt mir nach unten. Ja, was soll ich denn machen? What the hell are you doing? Ja, ich mache hier gerade deine Tür auf, Mann. Oh Gott, hoffentlich kommt der jetzt nicht rein. Ist der so blöd, dass der jetzt weggeht? Jetzt verbrauche ich zwar zwei Lockpicks, aber vielleicht kann ich mich jetzt ja über diesen Weg hier in die Küche schleichen. Er steht immer noch vor der Tür. Mein Gott, ist die KI blöd. Oder vielleicht hat er auch einfach nur Angst. Oh Gott, oh Gott. Oh, eine zerbrochene Gitarre, wie cool. Daraus kann ich mir eine Gitarre bauen. Das macht die Leute glücklicher, zumindest wenn sie Gitarre spielen können. Drücke ich Philipp gleich mal in die Hand. Ja, ich nehme jetzt hier erstmal alles mit, was ich finden kann und schaue dann gleich mal weiter. Der Mann steht jetzt ja noch da in der Ecke, das heißt, wenn ich jetzt mich hier ruhig nach oben schleiche, dann bleibt er hoffentlich unten. Die Frau habe ich, glaube ich, gerade nach oben rennen sehen. Da hat sich die Tür bewegt. Ja. Das heißt, jetzt kann ich hier zum Kühlschrank gehen. Also so oder so, wenn Jan zurückkehren wird, wird er ein schlechtes Gewissen haben. Dann wird er auch weinen und die anderen werden sagen, wie konntest du das tun? Aber ja, ganz im Ernst, was soll ich machen? Die Gitarre, also eine baue ich mir. Die zweite ist ein gutes also kann man gut zum Handeln benutzen. Aber ich sehe jetzt erstmal zu, dass ich das ganze Essen mitnehme. Ah, oh, geil, wir haben viel Wasser hier.
Ja, komm, dann lassen wir die Broken. Nee, die Broken Pistol nehmen wir natürlich mit. Die kann ich gut gebrauchen. Und, daraus kann ich mir eine Waffe bauen. Das Wasser nehmen wir mit und den Zucker nehmen wir auch schon mal mit. Den können wir nachher wieder für Moonstill gebrauchen. Ja, das muss erstmal reichen. Dann verziehe ich mich jetzt wieder. Oh. Schade, den Hintereingang kann ich gar nicht benutzen. Weil der auch verschlossen ist. Das ist natürlich wieder mal genial ohne Ende. Der Mann steht immer noch hier unten, wie man sieht. Aber ich bin froh drum. Ganz im Ernst. Lieber so, als wenn ich den, den armen alten Sack hier töten muss. Oh, fuck. Eine Bandage ist natürlich auch super wichtig. Ja, und die ist auch im Wohnzimmer. Die werden nächste Runde garantiert. Komm, dann nehmen wir die erstmal mit. Und ah, der Rest ist mir aber eigentlich auch ganz wichtig. Ach, fuck, jetzt liegt das Holz da rum, aber komm, dann machen wir es jetzt so. Haben wir zumindest die Bandagen noch einmal gesichert und schleichen uns raus. Vielleicht ist der Mann in der nächsten Nacht ja immer noch da oben. da unten. Gut. Mann, 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 ey, sowas macht man natürlich nicht leichtherzig, muss man ganz ehrlich sagen, aber es blieb mir jetzt auch nichts anderes übrig. Meine Leute verhungern, jetzt habe ich erstmal wieder ein bisschen Essen, habe Wasser vor allem auch, kann also auch was kochen und kann sie jetzt erstmal wieder auf Vordermann bringen. Ach, guck mal, Jan hat gar nicht so ein schlechtes Gewissen, zumindest jetzt nicht, aber ich denke, gleich werden die ganzen Kommentare kommen. Wir wurden auch nicht angegriffen nachts. Ja gut, haben wir nochmal Glück gehabt, vielleicht, What will happen to those people now? Nein, jetzt kommt das schlechte Gewissen in ihm durch. Are we robbing pensioners now? Ja, Philipp, das tun wir jetzt tatsächlich. Es tut mir echt leid, oh Mann. Dafür sind alle gerade gesund. Alex ist müde, der hat wach gehalten. Das heißt, wir können jetzt erstmal Jakob und Phil so ein paar Dinge erledigen lassen. Also Jakob, lassen wir doch jetzt erstmal was kochen. Those people, Jan robbed. Ja, jetzt reg dich mal nicht so auf. Was sollte ich denn machen? Wir brauchen Brennholz, das heißt, ich kann wieder meinen Wood verbrennen, sobald mir das doch irgendwie tut. Phil schicken wir mal kurz runter, der soll mal schauen, da sowieso nicht. Also den Workshop können wir noch nicht ausbauen, weil uns ja die Components noch alle fehlen. Aber vielleicht können wir eine Gitarre bauen. Da brauchen wir 10 Holz für, ja sicher, ich habe doch nur schon eine kaputte mitgebracht, was muss ich denn da jetzt noch großartig an Holz rausknallen, ist doch lächerlich. Oh Mann, ey. Das ist alles kompliziert, aber naja. Philipp sieht immer das Gute im Menschen, an der Situation. Wenigstens ist es warm, sagt er. Da stimme ich dir zu. So, Jakob macht jetzt hier erstmal das ganze Brennmaterial. Ich habe jetzt übrigens in der Nacht ja diese 2 Konservendosen geholt. Das ist ganz gut, weil die kann man eben sofort essen, auch ohne sie kochen zu müssen. Und das hilft natürlich auch ungemein. So, jetzt kochen wir. Wir können auch 2 Meals machen. Also dieses doppelte Mehl, da haben wir dann, da würden wir auch das Gemüse mit verbrauchen. Hat den Vorteil, dass man davon, glaube ich, länger satt ist und auch gesünder sich ernährt. Aber angesichts der Tatsache, dass ich da auch sehr viel mehr Wasser mit verbrauche und wobei ich könnte eins von denen machen und eins von denen hier. Komm, dann machen wir es so. Machen wir. Ach so, okay, wir machen jetzt davon 2. Ich glaube, dann können wir noch 1 von dem anderen machen. Das ist doch cool. Schauen wir mal. Mal gucken, ob gleich der Händler kommt. Wenn ich Glück habe, ist er da. Ansonsten ist er, denke ich, am nächsten Tag auf jeden Fall da. So, Jakob gönnt sich erstmal was zu essen. Philipp gönnen wir auch ein bisschen was. Du darfst jetzt mal sitzen gehen, Jakob. Das ist auch wirklich ein etwas trister Tagesablauf. Ich habe nur einen Stuhl und ansonsten streiten sich darum, wer sich wo hinsetzt. Oh mein Gott, Philipp, jetzt lass doch mal gut sein. Er regt sich jetzt hier immer noch auf, dass ich was von den alten Herrschaften geklaut habe. Aber willst du lieber verhungern? Oh Mann, ey, das Spiel. Also die Entwickler haben wirklich ernst gemacht. Mit dem Spiel hat man nicht wirklich Freude. Oh Mann, ey. Will she be alright? Ja, weiß ich auch nicht. Ist auch die Frage, ob ich jetzt in der nächsten Nacht sofort wieder dahin gehe.
weil ich ja kein Essen mehr da klauen kann. Wobei vielleicht ein bisschen, aber die haben auch viele Components und auch gute Trading-Sachen. Ich glaube, ich raub die ganz aus. Es ist zwar irgendwie blöd, aber eigentlich brauche ich auch wieder was zu essen. Ich habe echt nicht mehr so viel. Ach, ist das alles blöd. Auf der anderen Seite trade ich jetzt ja bald wieder. Man weiß es nicht. Anscheinend scheint mich niemand zu besuchen heute. Und ich glaube, ich schicke Philipp nochmal kurz runter und schau mal nach, was mein Wasservorrat sagt. Kann ich wieder was herstellen? Ja, tatsächlich. Nee, kann ich nicht. Wasser fehlt mir. Ja, dann beende ich jetzt, glaube ich, diesen Tag und beende auch diese Folge gleichzeitig. Vielen Dank fürs Zusehen mal wieder. Und wie es in der 8. Nacht und dann am 9. Tage weitergeht, das seht ihr in der nächsten Folge von Remastered. This War of Mine. Bis dann.